Willkommen zurück. Für dieses Video ist es wichtig, dass du die Definitionen der Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck schon kennst. Speziell solltest du bereits wissen, dass der Sinus von einem Winkel die Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse ist, der Cosinus die Ankathete durch die Hypotenuse und der Tangens die Gegenkathete durch die Ankathete. Wenn du das nochmal wiederholen magst, kannst du dir gerne die Kasszahl am Arbeitsblatt weiter oben nochmal anschauen. Ich habe zu jedem auch schon ein Video gemacht. Nach diesem Video weißt du, wie man die fehlenden Seiten oder eine fehlende Seite in einem rechtwinkligen Dreieck berechnet, wenn man eine Seite und einen Spitzenwinkel gegeben hat. Natürlich, wenn ich zwei Seiten schon gegeben habe, kann ich den Pythagoras verwenden. Aber was mache ich, wenn ich eine Seite und einen Winkel gegeben habe? Wir schauen uns also in diesem Video das Kasszahl Seitenlänge gesucht an. Ich möchte gar nicht zu viel sagen. Probier, ob du mit dem bereits Gelernten die Seitenlänge C berechnen kannst. Wie immer kannst du das Video pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst. Gegeben haben wir einen Winkel. Und wir haben auch die Gegenkathete zu diesem Winkel. Gegeben. Wir suchen die Hypotenuse C. Ich erinnere mich jetzt dran, dass der Sinus genau dem Verhältnis Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse entspricht. In diesem Beispiel heißt das, dass der Sinus von 36 Grad gleich 4 cm geteilt durch C ist. Das C, das kann ich auf die andere Seite bringen. Dann erhalte ich C mal Sinus von 36 Grad ist gleich 4 cm. Der Sinus von 36 Grad ist ja das Verhältnis zwischen zwei Seitenlängen, also eigentlich eine Division oder das Ergebnis einer Division. Es ist aber einfach eine ganz normale Zahl. Der Sinus von 36 Grad ist also einfach eine reelle Zahl, die ganz normalen Rechengesetzen gehorcht, die wir kennen. Ich kann also den Sinus von 36 Grad ebenfalls auf die andere Seite bringen. Und dann erhalte ich, C ist gleich 4 cm geteilt durch eben diesen Sinus von 36 Grad. Wie gerade erwähnt, ist das da einfach eine Zahl. Aber welche? Naja, wenn ich das in der Tabelle nachschaue oder heutzutage in den Taschenrechner eingebe, dann bekomme ich 0,58779. Die 4 cm geteilt durch diese Zahl ergeben dann 6,8 cm. Auf ähnliche Weise kann ich in jedem rechtwinkligen Dreieck, von dem ich einen Spitzenwinkel und eine Seitenlänge kenne, die anderen beiden Seitenlängen mit Hilfe der Winkelfunktionen Sinus, Cosinus und Tangens berechnen. Also immer je nachdem, was ich gegeben habe und was ich suche. Kann ich auch einen Winkel oder in einem rechtwinkligen Dreieck auch einen Winkel bestimmen, wenn ich nur die Seitenlängen kenne? Die Antwort ist ja. Und wir werden uns in den nächsten zwei Videos damit beschäftigen. Bis dann. Servus.